Hallo und herzlich willkommen. Für den Fall, dass euch meine Augen etwas komisch vorkommen, ich stehe nicht unter Drogen, sondern ich hatte nur gerade einen Augenarzttermin und da habe ich so pupillenerweiternde Mittel bekommen. Also das ist der Grund, warum meine Pupillen so riesig sind momentan. Ich sehe auch noch nicht so ganz besonders gut, aber ich hoffe, ich kann meine Notizen trotzdem lesen. Wir sind wieder aus unserem ersten Urlaub dieses Jahr zurück. Das Video heißt ja der erste Urlaub mit dem eNiro. Den zweiten wird es auch noch geben. Der ist dann Ende August oder Anfang September eigentlich. Da fahren wir in die Toskana. Und jetzt, die ersten zwei Juliwochen, waren wir eben hier im Bregenzer Wald bzw. in der Pfalz. Wir sind so circa 1000 Kilometer mit dem eNiro im Rahmen dieses Urlaubs gefahren und ich habe euch ein bisschen zusammengeschrieben, was da alles so gewesen ist, wie sich das Auto verhalten hat und so weiter. Wie gesagt, 1. Juli, das war ein Donnerstag, sind wir nachmittags in Bregenz weggefahren mit lediglich 24% Akku, weil ich die Tage davor eine recht intensive Produktion hatte und dann einfach keine Lust mehr gehabt habe, das Fahrzeug wieder an die Ladesäule zu stellen. Wie gesagt, immer, ich kann zu Hause nicht laden. Ich bin auf die öffentlichen Ladesäulen angewiesen. Und Bregenz Hittisau, das ist so ein bisschen über eine halbe Stunde. Man fährt in den Bregenzer Wald hinein. Das ist noch nicht so ganz tief drinnen. Das ist im sogenannten Vorderwald Hittisau. Und wir sind dort mit 17% angekommen. Wir sind in Hittisau immer in einem bestimmten Hotel, ohne jetzt da explizit Werbung machen zu wollen. Aber wir sind dort sehr gerne, fühlen uns sehr wohl, haben auch dort geheiratet. Also sind sehr verbunden diesem Haus. Und da sind wir eben jetzt dieses Mal auch wieder ein paar Nächte gewesen. Wetter war ein bisschen regnerisch und das Hotel Kron in Hittisau hat auch eine eigene Wallbox, eine eigene Ladesäule auf dem Parkplatz schon seit Jahren und wir sind also hingefahren. Ich habe das Auto gleich dort mal hingestellt und geladen für 3 Stunden mit meiner Flotte Ladekarte hier von der VKW. Inzwischen, während das Auto geladen hat, haben wir mal eine kleine Tour in Hittisau gemacht. Da gibt es das sogenannte Frauenmuseum, wo wir beide schon lange nicht mehr waren. Da haben wir uns die aktuelle Ausstellung angeschaut, noch einen Kaffee getrunken. Und innerhalb dieser 3 Stunden war das Fahrzeug dann schon mal wieder auf 59%. Habe ich abgehängt, weil ich darf mit meiner Flatrate nicht länger als 3 Stunden am Stück laden. Und so haben wir den Tag quasi dann ausklingen lassen. Am nächsten Tag haben wir dann eine Wanderung in Krumbach gemacht. Das ist ein Nachbarort mehr oder weniger ein Nachbarort von Hittisau, sind nur ein paar Kilometer. Und das ist ganz interessant. Ich muss ja ein bisschen Werbung machen für meine Heimat hier. Im Bregenzer Wald gibt es, oder im Vorderwald in diesem Gebiet, gibt es sehr viele Hochmoore. Das ist eine sehr interessante, sehr schöne Landschaft. Und es war ja Anfang Juli, es waren praktisch noch keine Touristen da. Also wir waren auf dieser Tour, sind wir, glaube ich, niemandem begegnet. War eine 3-stündige Tour. Und da kann man einen sehr schönen Rundwanderweg machen. Und ich habe euch da auch ein paar Bilder mitgebracht. Da geht man durch eine wirklich wunderschöne Moorlandschaft, sieht, wenn man Glück hat, relativ viele Tiere, viele Pflanzen. Es gibt dort auch einen schönen Aussichtspunkt, der gebaut worden ist, dass man schön in die Moorlandschaft rein sieht und geht dann so durch ein paar Tobel, durch ein paar Schluchten, über Holzbrücken. Das ist ganz spannend und dann geht man an so einem Kamm entlang wieder Richtung Krumbach, da sieht man dann das Dorf von oben schön. Und wir sind dann mittags also wieder in Krumbach angekommen, haben dort im kleinen Gasthaus noch Mittag gegessen, sind dann wieder die paar Kilometer zurückgefahren nach Hittisau. Und bei der Krone war die Ladesäule immer noch frei, waren ja wie gesagt noch wenig Gäste, es war Freitag. Und ich habe ihn dann nochmal drangehängt, habe dann nochmal, ich glaube, 1,5 Stunden geladen und dann war er bei 80% und dann habe ich es einfach sein lassen. Wir haben dann am Nachmittag noch eine kleine Wanderung um Hittisau herum gemacht und so war das dann wieder der Freitag. Am Samstag haben wir dann früh begonnen mit einer Wanderung auf den Hittisberg, das ist sozusagen der Hausberg von Hittisau. Da macht man ein bisschen Höhenmeter und dann, wir sind erfahrungsgemäß immer etwas schneller als die Zeitangaben in den Wanderrouten, in den Wanderprospekten. Und sind dann mittags mit dem Auto nach Sibratsgfäll gefahren. Das ist ein Ort auch nicht weit weg von Hittisau, nur in der anderen Richtung. Und da gibt es so ein langgezogenes Tal, das man reinwandern kann Richtung Schönebach. Also wer dort schon mal als Gast war, dort gibt es
angeblich die besten Kässpätzle bei uns. Haben wir nicht ausprobiert, aber wir sind in die Richtung gegangen. Und also alles praktisch keine Kilometer. Es waren immer nur ein paar Kilometer mit dem Auto, also jetzt von der Reichweite her uninteressant. Und nachdem wir diese Wanderung gemacht hatten, sind wir wieder in die Krone zurück. Da waren dann schon ein paar mehr Gäste. Da unter anderem auch ein, meine ich, deutsches Ehepaar mit einem BMW Plug-in-Hybrid. Und die haben ihn auch ganz brav an der Ladesäule natürlich geladen. Aber kein Problem, wir hatten noch 75%, also uninteressant, wir haben nicht laden müssen. Und dann kam schon der letzte Tag in der Krone, das war dann der Sonntag, da waren dann schon, da haben wir gemerkt, okay, jetzt kommen langsam die Touristen, also die ersten deutschen Bundesländer hatten dann schon Ferien offensichtlich. Und haben wir noch eine kleine Wanderung in Hittisau gemacht und noch in der Krone Mittag gegessen, sind dann noch in das Schwarzenberg, also das kennen vielleicht dann schon mehr Leute, Schwarzenberg bekannt für die Schubertiade. Da gibt es das Angelika-Kaufmann-Museum, das haben wir uns nochmal angeschaut, weil wir auch schon beide lange nicht mehr dort waren. Und sind dann wieder nach Hause, nach Bregenz gefahren und sind dort mit 73% Akku angekommen. Weil beim Runterfahren rekuperiert man so viel, da kommt man dann mit, da braucht man praktisch fast nichts, wenn man von Hittisau nach Bregenz fährt. So, das war jetzt quasi der erste Teil. Also wir waren 3 Nächte im Bregenzer Wald. Wir waren dann 3 Tage wieder in Bregenz. Wir waren also quasi zu Hause und haben dann ein paar kleinere Fahrten unternommen. Also wir haben ein bisschen so in Bregenz und um Bregenz herum gefahren, ein paar Leute getroffen und so weiter. Und ich habe ihn dann am Mittwoch noch einmal, bevor wir dann in die Pfalz aufbrechen wollten, bei mir wieder an der, ich sage immer, meine heimische Ladesäule, es ist ja nicht meine, das ist einfach eine öffentliche in der Nähe, habe ich ihn nochmal auf 80% geladen. Und wir sind dann am Donnerstag, also eine Woche nachdem der Urlaub begonnen hatte, sind wir in Bregenz losgefahren Richtung Pfalz. Es war leider sehr schlechtes Wetter. Es war nicht viel los auf der Autobahn, aber es war wirklich zum Teil so unwetterartiger Regen, dass man nur sehr, sehr langsam fahren konnte. Wir haben dann, also das ist so die übliche Strecke, erst die A96 bis Memmingen, dann auf die A7 Richtung Ulm. In Ulm kürzen wir dann immer ab, wir fahren durch die Stadt durch, nicht übers Kreuz, auf die A8. Dann A8 Richtung Stuttgart und wir haben dann an der Raststätte in Denkendorf haben wir den ersten kurzen Kaffeestopp gemacht. Da ist eine oder sind mehrere ENBW-Ladesäulen. Das ist immer ganz angenehm, weil ich mit meiner heimischen Flatrate-Ladekarte dort auch laden kann. Sind da, glaube ich, mit 29% angekommen und in den paar Minuten, die wir da halt Kaffee getrunken haben und ja, Toilettenbesuch gemacht haben, wieder auf 57% geladen. Und wir wollten an diesem Tag, weil wir beide noch nie dort waren, ins Technikmuseum in Speyer. Es liegt quasi auf dem Weg in die Pfalz. Und dort habe ich recherchiert, da haben sie 4 AC-Lader direkt vor dem Museum. Da habe ich gesagt, ja, ist doch wunderbar, dann hänge ich mich dort dran und dann können wir derweil ins Museum gehen. Und der Plan war, das sind Ladesäulen von den sogenannten Bürgerwerken, glaube ich, heißen die. Also da kann ich mit meiner heimischen Ladekarte nicht laden, aber ich habe meine ENBW-Ladekarten. Da habe ich gesagt, ja toll, dann kann ich zum ersten Mal benutzen. Ich habe sie tatsächlich bisher noch nie gebraucht. Ich dachte, okay, machst du das? Sind wir auch, die Ladesäulen war auch, glaube ich, nur eine belegt von den 4, also problemlos einen Platz bekommen. Und die ENBW-Ladekarte hat auch auf Anhieb funktioniert und wir konnten dann laden. Und wir waren dann im Museum, also das gehört ja mit Sinsheim, mit dem Technikmuseum Sinsheim zusammen. In Sinsheim war ich vor vielen Jahren schon, aber eben Speyer kannte ich noch gar nicht. Also haben wir uns eben den Jumbojet angeschaut und was da alles eben so ist. Und bei ENBW ist es ja so, bis zu 4 Stunden kann man da hängen, zahlt nur die Kilowattstunden ohne Zeitzuschlag. Und das hat sich aber, ich habe mir dann auf dem Handy einen Timer gestellt, das hat auch wunderbar gepasst vom Timing her. Also nach genau 4 Stunden waren wir dann auch fertig und wollten weiterfahren. In der Zeit hat er ihn auf 88% geladen in den 4 Stunden. Also mehr als genug, um jetzt alles Weitere in der Pfalz machen zu können. Das Lustige war, dass ich bis heute von ENBW für diesen Ladevorgang keine Abbuchung bekommen habe. Also auch in meinen vergangenen Ladevorgängen taucht diese Ladung nicht auf. Ich nehme also an, dass es da irgendwie ein Datenübertragungsproblem
gegeben hat zwischen diesen Bürgerwerken und ENBW. Ich habe so gesehen kostenlos geladen. Das freut mich natürlich sehr. Es wäre nicht nötig gewesen. Also es wäre jetzt auch mit dem Standardtarif nicht so teuer. Aber ich habe eben diese Ladung umsonst machen können. Und wir sind dann von Speyer noch die paar Kilometer bis Bad Dürkheim gefahren. In Bad Dürkheim haben wir uns so ein Hotel herausgesucht. Das Hotel Annaberg ist auch so ein Weingut, ist ganz nett. Da haben wir uns einquartiert sozusagen. Die haben keine Lademöglichkeit beim Haus. Also man hätte vielleicht irgendwo mit einem Schuko-Stecker sich ein Kabel legen können oder so. Aber wie gesagt, wir hatten ja mehr als genug Strom im Akku, also kein Problem. Und zur Not hätte es in Bad Dürkheim unten auch Lademöglichkeiten gegeben. Wir haben dann am darauffolgenden Tag wieder unsere üblichen größeren Wanderungen gemacht, sind dann ganz kurz mit dem Auto noch zum Essen gefahren. Am Samstag, am nächsten Tag, sind wir mit dem Auto nach Mannheim gefahren. Haben meine Schwester besucht und meine Schwester hätte eigentlich bei sich in der Garage eine Wallbox, weil die jetzt seit kurzem auch einen ID3 haben, aber wir hatten noch, ich weiß jetzt nicht, wie viel es war, aber ich glaube, es waren weit über 65%. Da habe ich gesagt, komm, lohnt sich nicht, das andere Auto aus der Garage rausstellen und da jetzt irgendwie umrangieren. Da habe ich gesagt, komm, vergiss es, brauchen wir jetzt nicht zu laden. Waren wir noch bei ihnen zu Hause ein paar Stunden und wir sind dann am Sonntagabend wieder. Also nicht am Sonntagabend, sondern am Sonntag, so am Vormittag, sind wir dann in Annaberg, also im Hotel Annaberg, mit 56% State of Charge losgefahren, wieder Richtung Bregenz. Es waren ganz Holland, ganz Belgien und halb Deutschland auf dem Weg in den Süden. Ich habe das ein bisschen falsch geplant, ein bisschen unterschätzt, dass da durch den Ferienbeginn dermaßen viel Verkehr ist. Gott sei Dank keine LKW, aber also die ganzen Autos mit Wohnwagen und Wohnmobilen und so weiter haben schon völlig ausgereicht, um die Autobahnen schön voll zu stopfen. Und dann kamen leider wieder einige unwetterartige Regenschauer und ich glaube 3 oder 4 große Baustellen, also es hat sich sehr gezogen, es war dann wirklich kein bequemes Fahren. Also da muss ich wirklich sagen, da habe ich wieder mal gemerkt, ja, eigentlich fahre ich nicht gerne solche Strecken, aber bleibt einem ja nichts übrig. Wir sind dann, also wie gesagt, mit relativ niedrigem Ladestand, 56% in der Pfalz losgefahren und haben bei der Raststätte Sindelfingerwald auf der A8 kurz vor Stuttgart Pause gemacht. Da sind wir mit 16% angekommen, also eigentlich denkbar günstig. Und die haben dort eine ganze Reihe, ich glaube 12 ENBW-Schnellladepunkte. Wir haben auch einen bekommen. Das Ärgerliche war nur, dass von diesen 12 Ladepunkten mindestens 2/3 durch Verbrenner vollgeparkt waren. Ist auch irgendwie logisch. Die Ladesäulen sind direkt vor dem Rasthaus. Also einen besseren Platz gibt es gar nicht mehr. Und natürlich der ganze Rest war erstens mit LKW, die das Sonntagsfahrverbot abgewartet haben und natürlich die anderen tausenden Fahrzeuge, die an dem Tag unterwegs waren, alles vollgeparkt. Aber Leute, das könnt ihr auch nicht machen. Wir stellen uns auch nicht an die Zapfsäulen bei der Tankstelle und bleiben dort einfach eine halbe Stunde stehen, blockieren die, während wir essen gehen. Das könnt ihr nicht machen. Das geht nicht. Das ist einfach nicht okay. Ja? Und was willst du auch machen? Ich meine, du kannst die Polizei rufen, aber was sollen die machen? Wenn du nicht laden kannst, kannst du nicht laden. Und in der Regel sitzen die Leute ja auch nicht im Auto und kannst du sagen, bitte können sie wegfahren. Das geht nicht. Ne? Also wir hatten jetzt Glück, wir waren, glaube ich, 3 Fahrzeuge. Es war noch ein anderer Niro und es war ein Audi, ich weiß nicht mehr was für einer, e-tron Sportback, glaube ich, heißt der. Der war auch noch beim Laden. Wir hatten alle einen schnellen Ladeplatz, aber für alle weiteren wäre es problematisch gewesen. Also das ist dann schon ein bisschen ärgerlich. Gut. Es war dann sowieso auch in der Raststätte, war quasi nur diese Kaffeetheke und der McDonald's war offen. Das normale Restaurant war geschlossen. Gut, haben wir uns halt so ein Sandwich besorgt und sind noch irgendwie da 20 Minuten gesessen. Also in der Zeit haben wir den Akku dann auch wieder auf 70% geladen und war dann überhaupt kein Problem. Wir sind mit 20% in Bregenz angekommen. Also so gesehen, es hat alles wunderbar geklappt. Ich habe diese ganzen Fahrten auch nicht wirklich geplant. Ich habe, als wir in Annaberg losgefahren sind mit 56%, habe ich einmal einen Better Route Planner angeschmissen und habe gesagt, du, komme ich, wie weit komme ich denn, was schlägt er mir so vor? Habe ich geschaut, schaffe ich es bis Sindelfingerwald? Ja, locker, kein Problem. Es hat auch wirklich genau gepasst, also die Prognose war auch 16%. Ich bin wirklich mit 16% angekommen, also ich habe es wohl geschafft, mir da einen Durchschnittsverbrauchwert zu suchen, der einigermaßen passt, auch bei schlechtem Wetter.
Und das hat also alles funktioniert. Ansonsten, ihr merkt schon, die Sache war extrem unspektakulär. Wir haben jetzt die Reichweite auch nicht irgendwie ausgereizt oder so, aber es waren schlussendlich dann doch 1000 Kilometer, die man irgendwie fährt. Und wir haben uns eigentlich nie irgendwie, ja, Gedanken machen müssen. Und selbst wenn wir jetzt da am Sindelfinger Wald nicht hätten laden können, weil eben alles blockiert oder zu viele, naja, dann hätten die 16% auch problemlos gereicht, eins weiterzufahren oder sogar im Extremfall eine Ausfahrt weiter zurück. Bei Rutesheim, auch an der A8, hat die ENBW einen Ladepark gebaut. Da ist aber sonst nichts. Also da ist wirklich nur neben der Autobahn der Ladepark und da kommen nur Elektroautos hin. Und da findet ihr sicher einen Platz oder zumindest nach ein paar Minuten Wartezeit wird einer frei. Also diese Möglichkeiten gibt's. Wir sind sehr gespannt jetzt dann auf Ende August, wenn wir dann in die Toskana fahren. Da ist das in Norditalien ist das Ladenetz natürlich jetzt nicht mehr ganz so dicht, aber ich sag mal, wenn man sich die Karte anschaut, da gibt es doch immer noch einiges. Beim Hotel werden wir nicht laden können. Die haben zwar eine Schokodose da am Parkplatz, aber das werde ich, glaube ich, nicht machen. Also ich werde schauen, dass ich das auf anderem Wege schaffe. Den Plan gibt es schon. Da gibt es dann auch ein Video von mir dazu, zu dieser Planung, was ich zumindest vorhabe. Und die Praxis werdet ihr dann im Bericht vom zweiten Urlaub sehen. Ich hoffe, das war für euch informativ. Jetzt, wie gesagt, leider nichts großartig Spektakuläres, aber im Gegenteil, es geht, es läuft, es funktioniert. Es gab kein Drama mit irgendwelchen Ladekarten, es gab kein Drama mit Ladesäulen, die nicht funktioniert haben, halt nur, dass sie blockiert waren. Damit wird man wahrscheinlich, fürchte ich, noch eine Zeit lang leben müssen. Die Menschen verhalten sich halt leider nicht sehr sozial in diesem Zusammenhang und schon gar nicht an solchen Sonntagen wie eben jenem. Aber es hat dann schlussendlich alles geklappt. Falls ihr Fragen habt, bitte schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich freue mich schon auf den nächsten Urlaub natürlich und freue mich auch schon drauf, euch dann davon zu berichten. Und ja, bis dahin bleibt mir gewogen und bis zum nächsten Mal.